Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema LibreOffice Calc, Auswählen von Elementen, nicht zusammenhängende Bereiche. Um nicht direkt aneinander grenzende Zellen auszuwählen, folgen Sie diesen Anweisungen. Wählen Sie zunächst die erste Zelle oder den ersten Zellbereich. Bewegen Sie dann den Mauszeiger zur nächsten Zelle oder zum Anfang des nächsten Zellbereichs. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie auf weitere Zellen, die zusätzlich ausgewählt werden sollen. Durch Klicken und Ziehen können Sie auch ganze Bereiche in die Auswahl einbeziehen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle gewünschten Zellen bzw. Bereiche ausgewählt sind. Auswählen von Spalten und Zeilen. Ganze Spalten oder Zeilen lassen sich in LibreOffice Calc sehr schnell auswählen. Um eine einzelne Spalte auszuwählen, klicken Sie auf den Spaltenkopf, zum Beispiel hier B oder D. Um eine Zeile auszuwählen, entsprechend auf den Zeilenkopf, zum Beispiel hier 4. Oder ganz 7. Mehrere Spalten oder Zeilen. Um mehrere aneinandergrenzende Spalten oder Zeilen auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor. Klicken Sie auf die erste Spalte oder Zeile des gewünschten Bereichs, zum Beispiel B. Halten Sie die Umschalt-Shift-Taste gedrückt. Klicken Sie auf die letzte Reihe oder Spalte des Bereichs, zum Beispiel G. Um mehrere nicht aneinandergrenzende Spalten oder Zeilen auszuwählen, führen Sie folgende Schritte aus. Klicken Sie auf die erste Reihe oder Spalte des gewünschten Bereichs, zum Beispiel 5. Drücken und halten Sie die Steuerungstaste. Fügen Sie Ihrer Auswahl weitere Spalten oder Zeilen durch Anklicken bei gedrückter Steuerungstaste hinzu. Zum Beispiel 7 oder 9 oder 12 und 16. Ganzes Tabellenblatt. Zur Auswahl des gesamten Tabellenblatts klicken Sie auf die Eckzelle zwischen den Spalten und Zeilenköpfen, und zwar hier. Sie können ein Tabellenblatt auch mit STRG und A-Taste auf Ihrer Tastatur auswählen. STRG A. Tabellenblätter auswählen. Sie können ein oder mehrere Tabellenblätter auswählen. Manchmal ist es nützlich, gleich mehrere Tabellenblätter auf einmal auszuwählen. Ein einzelnes Blatt. Durch Anklicken des Tabellenreiters unten wird das betreffende Blatt ausgewählt. Der betreffende Reiter weiß angezeigt, zum Beispiel hier Tabelle 1 oder Tabelle 2 oder Tabelle 3. Mehrere aneinandergrenzende Blätter. Um mehrere Tabellenblätter auszuwählen, führen Sie folgende Schritte aus. Klicken Sie auf den Reiter des ersten auszuwählenden Tabellenblattes, bewegen Sie den Mauszeiger zum letzten auszuwählenden Tabellenreiter, drücken Sie die Umschalttaste und klicken Sie diesen letzten Reiter bei gehaltener Umschalttaste an. Zum Beispiel Tabelle 1, Shift-Taste drücken, gedrückt halten und Tabelle 3. Mehrere nicht aneinandergrenzende Blätter. Um mehrere nicht nebeneinander liegende Tabellenblätter auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor. Klicken Sie auf den Reiter des ersten gewünschten Tabellenblattes, zum Beispiel Tabelle 1. Drücken Sie die Steuerungstaste und halten Sie diese gedrückt. Klicken Sie bei gedrückter Steuerungstaste weitere Tabellenblätter nach Wunsch, zum Beispiel Tabelle
3. Die ausgewählten Tabellenreiter werden weiß angezeigt. Alle Aktionen, die Sie jetzt durchführen, werden auf alle ausgewählten Tabellenblätter bezogen. Alle Tabellenblätter. Um alle Tabellenblätter auszuwählen, führen Sie einen Rechtsklick auf einen der Tabellenreiter aus und wählen Alle Tabellen auswählen aus dem Kontextmenü. Zum Beispiel Tabelle 1, Rechtsklick und dann hier Alle Tabellen auswählen anklicken. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!